Hallo und willkommen zu einer neuen Serie in Minecraft, einer Let's Play-Serie. Es sieht ja schon mal sehr toll aus. Das ist ja echt Hammer. Es handelt sich um Life in the Woods. Das ist ein Modpack von Fedrin, zusammengestellt aus verschiedenen Mods. Sind ziemlich viele, also irgendwas um die 40 Mods oder so. Und dazu habe ich jetzt auch noch passend die empfohlenen, von ihr empfohlenen Shader genommen. Und mit einem Tweak, der auch noch möglich ist. Das ist, dass man, boah, sieht das toll aus, dass man extrem großen Hunger eigentlich hat. Also ich sollte eigentlich nicht so viel rumspringen, bevor ich was tue. Und Hunger nur ganz schwer gestillt werden kann. Und wenn der Hunger auf Null fällt, treten nach und nach negative Effekte mit ein. Und wenn er wirklich null erreicht, stirbt man instant. Das heißt, man verliert nicht HP, sondern stirbt direkt. Und das geht mir hier hauptsächlich in der Serie um um den Faktor der Exploration. Und ja, weil ich eigentlich nicht so sehr der bin, der jetzt viel baut, sondern eher so erkundet und so. Und da hier zig Tonnen neue Biome auch dabei sind, naja, finde ich, lohnt sich das schon. Mach es mal alles zu Holz. Und als Ziel würde ich mir vielleicht sowas setzen wie Wither und Enderdrachen oder so töten, aber ich weiß es nicht genau. Also das wäre jetzt die Idee, die ich hatte. Es kann sich ja noch. Oh. Da ist eine Spinne gespawnt, die sogar irgendeinen Effekt drauf hat. Ich habe Angst. Ich hoffe, das ist hell genug, dass die mich nicht angreift. Brauche erstmal ein paar Steine. Also wie gesagt, ich muss aufpassen auf meinen Hunger, denn normales Essen heilt auch nicht so wie normal Hunger, sondern wirklich immer nur einen halben oder maximal ganzen Hungerbalken. Und das ist schon gefährlich. Hier gibt es auch eine extrem große Pflanzenwelt. Was ist das? Es gibt ja auch zig andere Steine. Kalk. Ach Gott. Das müsste jetzt normaler Cobblestone in anderer Farbe sein. Basalt-Cobblestone. Ach Gott. Die Sprache habe ich auf Englisch gelassen, beziehungsweise eingestellt, da das Probleme macht, wenn Deutsch und Englisch hier gemischt ist. Jetzt mache ich hier auch noch eine Höhle, wo Zeug dann spawnen kann. Das ist nicht schön. Ich weiß, ihr seht gerade nicht viel, aber ich muss mich ja gerade beeilen. Wie gesagt, es geht hier dann hauptsächlich um Exploration-Fakt, den ich hier sozusagen rüberbringen will. Und wenn man hier alleine da drüben Richtung Horizont schaut, also der Anblick ist schon toll und das ist nur eins der Biome. Ich werde dann auch schauen, was für Biome es genau gibt. Jetzt will ich aber erstmal ein bisschen Ausrüstung erstellen. Ach, ich bräuchte noch Stöcke. Machen wir es gleich so. Eine Axt. Eine Schippe. So. So. Und noch ein Schwert. Haben wir erstmal das. So, jetzt muss ich ganz schnell noch. Uah, hat die mich erschrocken? Gott, ich wundere mich, was trampelt denn hier so? Aber stimmt ja, die Kühe machen ja so eine Geräusche. An dem Baum weiter hacken. Ist die Spinne noch da? Die scheint zu sein. Hilfe! Also, es wurde hier ziemlich viel, wie gesagt, eingearbeitet. Jeder Mod ist ja nicht nur ein kleines Teil, sondern jeder Mod ist ja richtig schon eine große Veränderung, die der Mod reinbringt. Und naja, wir wollen mal zusammen versuchen, so viel wie möglich zu finden, rauszufinden und werden wir halt schauen, was es für Möglichkeiten sich dadurch ergeben, dass wir hier, naja, in so einer Welt spielen, in so einer. Ich kann ja nicht sagen, jetzt feindlichen Welt. Muss das eine Höhle? Ich glaube das. Kommt gleich der Höhlensound, ist ja klasse. Also das spielt alles in der Version 1.6.4, das heißt, ich habe nicht alle Sachen, die ich in der 1.7 Version habe. Ich muss also ein bisschen. Das macht 3 Holz, glaube ich. Ich muss also ein bisschen aufpassen. Hier ist auch Lichteffekte tolle. Öfen geben natürlich Licht an. Ab und auch Fackeln und ein ganz toller Effekt. Sobald hier eine Kohle fertig ist, kann ich das zeigen. Ein richtig toller Effekt ist folgender. Ich laufe mal einfach hier hin. Ich bin ja relativ im Schatten.
Und es sei Licht. Schatten, Licht. Ich brauche die Fackel nicht mal setzen, um mich herum ist trotzdem Licht. Und noch besser. Jetzt ist da unten Licht, wo die Fackel rumliegt. Alles Mögliche gibt hier Licht ab. Auch die Monster mit Goldrüstungen und alles Mögliche. So, mein Hunger fängt langsam an einzusetzen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal alles Mögliche, was ich an Büschen und Gräsern und komischen Pflanzen sehe, weghacken, weil einiges davon sind Beeren. Ich kann nur absolut noch nicht zuordnen, was hier Beeren sind. Deswegen hacke ich erstmal alles weg. Ich könnte auch die Milchkühe hier melken, die Filzkühe. Dazu brauche ich eine Holzschüssel, oder? Das heißt, das ist ja eigentlich jetzt richtig vorteilhaft, dass ich hier gespawnt bin. Das probiere ich gleich mal aus, ob das hier auch so funktioniert und wie viel Hunger das wegmacht. So, was ist das? Glowshroom. Ground Cover. Und da kann man draußen Stick machen. Ist ja lustig. So, Milchkuh, nicht abhauen. Milchkuh, wo bist du? Da. Herkommen. Ich habe einmal. Ach so, es geht nur einmal alle paar. Okay. Also einmal habe ich es gekriegt. Das heißt, jetzt muss ich zur nächsten Kuh. War hier nicht auch noch gerade eine? Ach, das wollte ich gerade mit STRG rennen, aber das geht ja nicht. Oh, okay, ich weiß, wo die Höhle ist. Dich hatte ich schon gemolken. Keine anderen Kühe mehr da. Da hinten ist noch eine. Gleich unterwegs alle möglichen Gräser mitnehmen. Hallo Kuh. So, wir haben wieder eine gekriegt. Oh, die stapeln sich hier auch auf. Das ist sehr schön. Das finde ich wichtig. Noch eine gekriegt. Ein Pilz. Ein Pilz. Was ist das? Ich höre wieder eine Spinne. Was ist. Ja, das war jetzt das Beste, was ich tun konnte. Muss ich zugeben. Nee, ich mache das jetzt nicht zu. Ich weiß nicht, Alter, wie viele Jahre man die Kühe melken kann, aber ich habe erstmal dreimal Nahrung. Wo kommst du her? Oh Gott. Oh Gott, ich bin so gut wie tot. Oh Gott, oh Gott. Ja, ihr habt gesehen gerade, ich habe nur eins geheilt gekriegt. Habe ich noch irgendwelche Beeren? Oh Gott. Ich brauche neue Nahrung. Und die Zombies. Wo kam der her? Ich muss mir ein Zeug zusammenpacken und woanders hingehen. Das ist zu gefährlich hier in dem Wald. Hier wächst ja alles Mögliche. Und ich muss auf meine Umgebungsgeräusche achten, weil ich habe den Zombie erst wirklich im letzten Moment gehört. Oder habe mich gewundert, woher ich angegriffen wurde. Kann ich dich melken? Nein. Die regt sich auf. Wo ist die Spinne? Unter mir. Das heißt, die hat mich schon anvisiert. Die lässt sie auch nicht melken. Und noch ein Zombie und dann. Lasst euch doch mal melken, Kühe. Und du stehst passend auf einem Pilz rum. So muss das sein. Komm. Ja, du hast dich melken lassen. Sehr schön. So, ich muss aufpassen. Hier ist die Höhle. Hier könnte sonst was rausspringen. Du hast dich auch melken lassen. So, ich habe mein Zeug. Alles gut. Dann werde ich erstmal rüberschwimmen, weil hier drüben ist mir zu unfreundliche Gegend gerade. Oh, die sieht auch toll aus. Das sind schöne Bäume. Ich kann ja auch mal nachher mit F3 gucken. Kann ich euch melken? Ne. Was ist das? Stein? Ach, das ist Bedrock Cobblestone. Aha. Und andere Bäume? Was waren das eigentlich für Bäume? Ganz normale Oakwood-Bäume. Oh, die Sonne, das Blenden. Das ist cool mit den Shader. Was nachher. Oh Gott, das heißt ja, die Sonne geht gleich unter. Was nachher das Problem ist, ist auch, dass der Shader leider in der Nacht sehr dunkel wird. Das heißt, ich brauche wirklich Fackellicht, sonst sieht man gar nichts. Nicht nur ihr bei YouTube, sondern auch ich sehe absolut nichts. Ich hoffe, mit dem Holz kann ich was machen. Das sieht so ein bisschen schlimm vergammelt aus. So, mal kurz das hier einsammeln, restliche Holz wegmachen. Ach, komm. Ja, ich habe noch zweimal Pilzsuppe. Ich werde davon auch gleich beide essen, glaube ich, damit ich mich heile wieder, damit ich wieder voll bin. Oh, komme ich nicht ran, oder was? Ah, da. Gut. Ganz gerade so. Ganz gerade so muss ich jetzt wieder. So, jetzt heile ich mich wenigstens voll, bevor die Nacht kommt und ich absolut sterben werde. Schafe! Ist kein Monster. Ah!
Tus. Ach, die sehen hier ja anders aus. Tut mir leid, Schafe, aber ich muss es tun. Nur einer von uns kann überleben, habe ich so das Gefühl. Ach, ich tue ja so ungern das Schafen an. Aber ich habe kein Eisen. Da ist Wasser unten. So. Und damit ich jetzt überlebe, das ist ein Skelett. Jetzt gibt es nur das Wasser. Damit ich jetzt überlebe, werde ich mich in die Wand hacken und dort in mir einen Schlafplatz einrichten. Oh Gott. Da denkt man, man hat ja so eine schöne Welt, wo man so schön rummachen, laufen und erleben kann. Und dann ist es eine Welt, in der man erstmal gleich mal stirbt. Das ist so gut. Oh, na klasse. Was ist denn das jetzt? Also, irgendwie läuft hier was schief. Ich wollte keine Höhle. Die Wolle kann ich nicht nehmen, das ist doof. Hier den Kalk, was auch immer ich mit Kalk soll. Aber wir können gleich mal nachschauen. Ich hoffe, hier kommt jetzt nicht auch noch eine Höhle. Ich will doch nur ein Bett hinstellen und meine Rüstung, Ausrüstungssachen hier abstellen auf einem Platz, wo Platz ist. Damit ich endlich mal die Nacht überlebe. Draußen spawnt inzwischen schon alles, kann ich mir vorstellen. So, wir machen dort das hin, da drauf den Ofen. Im Ofen. Oh, Schaffleisch. Cool, da hätte ich noch eine andere Nahrungsquelle. Kaktuspuder. Dorn. Dorn heißt, dass man sich wehtut, wenn man ankommt. Blauer Schistkobbelstone, das hört sich auch an. Portobello ist ein Pilz. Kann ich damit irgendwie Pilze finden? Nee, schade. Ist das hier nicht auch ein Pilz? Nee, schade, schade, schade. Ich weiß noch nicht, wie das hier funktioniert mit den ganzen Sachen. Das nehmen wir mal raus. Das ist gebackenes. Kann man das hier backen? Nee, das hier? Nee. Das sind alles Haufen neue Sachen. Also, man könnte jetzt sagen, warum versuchst du Pilze zu backen? Aber hier gibt es ja so viele neue Sachen. Ich kann euch das gleich mal zeigen. Ich wollte jetzt erstmal ein Bett bauen, damit ich übernachten kann. Drei Wolle, drei Holz. Und ich weiß nicht mal, ob jetzt hier Monster angreifen oder ob man dann. Aber es war in der alten Version. Ich glaube, das ist hier nicht mehr so. So, die Nacht ist durch. Und jetzt zeige ich mal ganz kurz. Hier gibt es nämlich extra, weil es so viel gibt, ein Menü, wo man alle möglichen Crafting-Rezepte sieht. So, was wollte ich jetzt schauen? Portobello, hier, der hier. Schrumsalat aus Toadstool, Portobello und Blue Milk Cap. Aha. Was ist mit Schrumpowder? Was macht das? Steht nicht da, schade. Was haben wir noch, wo wir herausfinden wollen, was wir damit machen können? Ich werde mal kurz schauen, wie viel Essen das macht. Auch nur ein Hungerbalken. Also ich muss wirklich aufpassen, was ich futter. Und wie ich es mir einteile. Ich muss vorsichtig sein, darf nicht so viel sprinten. Was haben wir jetzt noch? Glowschuhe. Set-Item. Glowschuhe. Glowschuhe kann man nur zu Leim-Dai machen. So, und hier sieht man mal so ein Beispiel der Vielfalt. Nur aus Leim-Dai kann man, oder Leim-Dai kann man von so vielen Sachen kriegen und man kann mit Leim-Dai so viel machen. Und das ist eine ganz tolle Sache. Und zwar kann man hier Backpacks machen, die wie so Kisten sind, die dann aber rumzutragen gehen. Weil es hier auch so viele Gegenstände gibt, ist das vorteilhaft. Besonders wenn man dann eine für Nahrung macht, eine für dies, eines für jenes. Jetzt will ich mal kurz schauen, wie kommt man auf Tannenbläser. Tannenbläser, dazu muss man Boundleather backen. Boundleather ist zwei Leather und so ein paar String. Okay. Das heißt, man näht sich das Leder zusammen und hat ein stärkeres und das backt man und dann hat man Tannenleder. Und damit kann man so größere Taschen machen, gut zu wissen. Also ich habe schon ein paar Videos von anderen gesehen, die das gespielt haben. Ich will das auch mal einfach ausprobieren. Ich fand das toll. Und ja, ihr könnt ja auch sagen, was ihr davon haltet bisher. Noch ist nicht der große Exploration-Anteil zu sehen. Ich hoffe, ihr kommt jetzt nicht so viel Viecher. Ich lasse das Bett stehen, aber nehmen die anderen beiden Sachen mit.
Das Bett lasse ich stehen, damit ich hier einen sicheren Wiedereinstieg erstmal habe. So, dann mache ich das zu. Das kenne ich von Farland so was. Immer das Häuschen zumachen, sonst stehen da nachher Creeper drin. Und gehen wir mal auf die Reise. Jetzt erschreckt mich das Pferd auch noch hier. Will mich hier jeder erschrecken? Erstmal hoch hier, dann schauen wir mal, was es hier oben Schönes gibt. Ich sollte vielleicht erstmal Schwert ausrüsten. Ich weiß ja nicht, was hier noch irgendwo wartet. Ich wollte nicht sprinten, dran linken, nicht sprinten. Holz haben wir noch ein bisschen. Ich werde gleich noch mal ein bisschen mitnehmen, aber die Bäume sind so, ich sag mal, verkrüppelt. wir bräuchten auch mal bald Eisen oder sowas. Ah, geschafft. Den Baum komplett wegkacken. Ich habe jetzt noch nicht ausprobiert. Ging das Holz? Das war totes Holz. Da kommt mal... Nee, oder? Ey, ich krieg nicht mal Holz aus dem toten Holz. Falsches. Ich wollte G, Set Item, Dead Wood. Man kann daraus Kohle machen und das war's dann so gut wie. Hier irgendwelche komischen besseren Kisten. Diamond Locker, Emerald Chest. Tin Locker, aha, da kann man sich verschiedene Kisten machen mit verschiedenen Materialien. Aber sonst nur Holz? Das ist ja doof. Gut, also das Holz werde ich, nur Kohle meine ich. Das Holz werde ich also nicht sagen. Was ist das? Ist das auch ein Pferd? Wahrscheinlich. Schwer zu erkennen. So, in welche Richtung? Ich werde jetzt erstmal reisen und in welche Richtung werde ich das tun? Ich sollte vielleicht erstmal doch in die Höhle gehen und ein bisschen, oder irgendwo eine Höhle suchen und ein bisschen Zeug holen gehen. Aber das ist gefährlich. Wir haben gesehen, so ein kleiner Baby-Zombie, ich habe auf hart gestellt, deswegen ist das ein bisschen brutaler. Ein kleiner Baby-Zombie hat mich so runtergehauen. Und wenn da jetzt noch andere Viecher kommen, wenn ein Creeper neben mir explodiert oder ein Skelett mich angreift, habe ich echt ein Problem. Aber ich brauche erstmal Eisen und sowas. Hier sind überall Pferde. Siehst du, droppen Pferde nicht Leder? Tut mir sorry, aber hier sind so viele. Ja, da kann ich mir so ein Backpack bauen. Cool. War das mal ein Test? Hat das noch was gedroppt? Fleisch oder so? Droppt ja alles Fleisch? Nee, es hat nur Leder gedroppt. Ich will jetzt nicht rennen. Wir haben keine Nahrung mehr, oder? Oh Mann, wo kriege ich denn Nahrung her? Hier ist auch so eine Umgebung, dass hier nicht viel wächst. Hier muss Nahrung her. Aber das Schlagen gibt auch, kostet auch Nahrung, ne? Das heißt, ich sollte damit auch vorsichtig sein. Hui. Das ist... Was ist das? Ah, oh, Bären! Essen! Nahrungsmittel! Nahrungsmittel! Gibt's hier noch mehr davon? Ach, ich mach einfach erstmal alles kaputt, wer weiß, ob ich... Ich wollte nicht auf dich drauf. Doch gar keinen Sattel, kann ich dich eh nicht steuern. Blumen, Blumen, Blumen. Pflanzen, Blumen. Ich werde nachher wieder rausschmeißen müssen, obwohl da vielleicht seltene dabei sind, die ich vielleicht später mal suche oder so für irgendwas. Weil man kann hier richtig tolle Sachen mit Blumen noch machen. Und natürlich die Farbe kriegt man da auch raus. Das Gras so weit nachgewachsen, wie das sieht. Oh Gott, so viel Blumen. So viel Zeug. Wasser. Bären? Nein, das sieht nicht nach Bären aus. Ich geh jetzt doch mal nur nach Bären suchen. Hab ich die drei Bären schon alle gegessen? Ja. Das ist keine Beeren. Bromeliad. Oh Gott. Oh Gott, wenn ich hier hochspringe, bin ich ja schon wieder out of Nahrung. Hab ich so das Gefühl. Oh Mann, wo kriege ich Nahrung her? Gibt's auch eine extreme Vielfalt an Fischen, habe ich schon mal gesehen. Ich sollte mir Pilzsuppe machen aus den Pilzbäumchen. Stimmt. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Fische, Fische, Fische. Oh, wie süß. Aber ich schätze mal, muss ich erst backen, wenn ich den jetzt irgendwie haue, fange, keine Ahnung. So, das heißt, ich muss jetzt auf Pilze zurückgreifen. Ich werde also... Muss man die... Kann man die mit der Axt schneller abbauen? Ich hoffe. Aber hier sind wieder viele Gegner, muss ich aufpassen. Das ist der andere Pilz, den wir auch gesehen haben. Oh, Pilzkühe. Das geht natürlich auch. Wir haben erst einen Pilz gefunden dadurch. Da. So, das Leder packen wir mal rein, dass ich sehe, wie viel ich von den Pilzkühen habe. Damit ich da hochkomme.
unsere Schüsseln. Eins, zwei, drei. Sag mal, spawnen die hier auf den Pilzen? Das ist ja interessant. So, das heißt, ich will dir deinen Pilz auch nicht kaputt machen. Hier ist der Boden, den man sonst nur auf der... Oh, wieder Bären drin. Auf der Pilzinsel sieht. So, und jetzt sollte man... Sollte ich mir vielleicht... Wo habe ich die Workbench? Habe ich die wieder mitgenommen? Nein. Hab ich da oben stehen gelassen, genau. Ich habe noch mehr Pilzkühe. Sehr schön. Das ist es, was ich brauchte gerade. Also da habe ich ja durch meinen Spawn schon ein bisschen Glück gehabt. Ihr merkt schon. Also es ist sehr schwer. Ich mach noch eine. Es ist sehr schwer hier sinnvoll Nahrung zu kriegen. Vierer Schritten. Neun. Wenn ich jetzt noch zweimal mache, könnte ich so und dann könnte ich. Nein, ist falsch. So. Gut, ich kann nicht mehr bauen. So. Jetzt habe ich 20 Schüsseln. Jetzt gehe ich die Pilzkühe so lange durch, bis ich ja genug Futter habe für eine etwas längere Reise. Was ist das? Zyanwald oder was? Herkommen. Ach, dich habe ich schon. Die Jault ist rum. Nicht in Ordnung. Die Jault wird nicht. So, dich hatte ich gerade, glaube ich. Pilzkühe, mehr Pilzkühe. Ach, ich habe keinen Platz im Inventar. Ich werde mir... Ach, da hinten sind noch Pilzkühe. Ich muss erstmal Pilzkühe hier haben. Blumen, die ich nicht aufsammeln kann. Oh Mann, Pilzkühe, Pilzkühe. Ich brauche mehr Pilzkühe. Hier seid man. Das Wasser hat eine andere Farbe. Das macht mir Angst. Dich habe ich schon, okay. Dich habe ich, sehr schön. Dich habe ich, sehr schön. Ich weiß auch nicht, wie lange es dauert, bis ich wieder kann. Ach, die Pilze will ich mal mitnehmen. Die hatten irgendwas. Was schmeiße ich dafür raus erstmal? Einen normalen Mushroom. Nee, ist was Falsches. Das wollte ich nicht. Was kann ich jetzt noch rausschmeißen? Das liegt auch überall, glaube ich, auf dem Boden. So, so. Was Bären? Nee. Pilzkuh. Die habe ich schon, okay. Und. Nahrungsmittel sammeln. Auf die komplizierte Art und Weise. Ich renne nicht. Das will ich mitnehmen. Das sieht irgendwie interessant aus. Ich weiß nicht, ob ich das Holz vielleicht rausschmeißen sollte und wieder anderes sammeln sollte. Normales Oakwood wahrscheinlich besser. Hatte ich dich schon? Oder bist du jetzt einfach nur um mich rumgelaufen? Nee, dich hatte ich noch nicht. Oder das waren die, die ich vorhin hatte, weil ich glaube, hier hinten bin ich irgendwo gespawnt. Mein Bett müsste da drüben irgendwo sein. Oder da? Oder? Weiß ich nicht. Och, ich sehe gerade, gut zu wissen, dass ich deswegen so langsam bin, weil ich so hungrig bin. das Wasser fließt in irgendeine Höhle, oder? Oh, Strömung. Kuh, gib mir Nahrung. Kuh, gib mir Nahrung. Keine Bären. Also ich werde jetzt nur noch da versuchen aufzuheben, was Bären wirklich sind. Hier ist ein Pilz wieder. Kuh, gib mir Nahrung. Ja, nicht Mu, Nahrung. Aber wir waren vorhin die Gegner und ich höre schon wieder ein Gegner. Das ist ja irgendein Spawner. Hab mich noch nicht getraut reinzugucken, weil ich habe keine Rüstung. Wir haben gesehen, was so ein Baby-Zombie mir alleine anrichten kann in meinem HP. Mehr Kühe. Nein, ich will dich nicht töten. Was bist du da unten? Genau, im Sprung habe ich die Kuh gemolken. Das macht mir meiner nach. Es ist jetzt nicht die beste Möglichkeit, was zu sammeln, oder? Sind das für Pilze? Zu viele Pilze, unterschiedliche. Lavender mal raus. Ich sammle die nicht ein, das ist schon wieder eine andere Pilzsorte. Sag mal, Schrupp. Das war auch nur Schrupp, glaube ich. Das sind Blumen. Das sind Blumen. Oh Mann. Hier muss man alles erstmal. Oh. Ich habe da unten was gesehen. Sieht so dunkel aus, weil hier das Gestein so dunkel ist. Sieht gleich nochmal. Knochen. Sieht
gleich nochmal ein ganzes Stück dunkler aus. Ich bin noch mit dem Rücken jetzt gerade zur Wand, oder was? Zur Höhle. Das ist das Beste, was ich tun konnte. Ich hab Angst. Noch mehr Eisen. Ja, und geh mal raus. Ich hoffe, die sammle ich nicht gleich wieder ein. Bitte noch mehr Eisen. Boah, wenn jetzt hinter mir irgendwo ein Creeper auftaucht und in die Luft geht, dann habe ich das Eisen halbwegs vernichtet, weil... Ja, mit meinem Orientierungssinn brauche ich für die 3 Meter, die ich jetzt zurückgelegt habe, wahrscheinlich 5 Stunden, ehe ich das wieder gefunden habe und dann ist alles despawned. So. Cobblestone? Ich dachte, da waren Knochen. Oh Gott. Hat er mich getroffen? Ich bin aber in die Luft gesprungen. Hier ist ein Knochen, das kann man für Bone Meal brauchen. Ein Pfeil kann man auch schon mal sammeln. Black Granit. Black Granit. Cobblestone. Black Granit, Cobblestone. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Oh Gott, ist ja schon wieder Nacht. Ich hab's gar nicht mitgekriegt, wie schnell das dunkel wird. Wo waren jetzt das andere Eisen? Glowstone! Cool. Kuh! Ja, komm. Mein Nahrungsmittellieferant. Ich hab Angst. Ich buddel mich mal kurz hier ein. Und bastel mir mal ein bisschen Gelumpe. Die Workbench haben wir natürlich nicht mitgenommen. So, dann müssen wir das so machen. So, hier kommt keiner rein, aber ich habe auch Licht. Mittel im Unendlichen. Ich sehe überhaupt nichts. Da muss ich hin, genau. So, wir wollen... Kohle. Kohle, Kohle, Kohle geht mit irgendwas verbrennen. Was nehme ich denn da? Ich mach's mal so. So, und jetzt... 1 mit 1 verbrennen. Jetzt haben wir erstmal Licht dadurch. Und um mich herum spawnt alles wie blöde. Das wäre auch das Gesündeste für mich, was passieren kann. Sieht man das? Sieht kein Monster. Ah, hier können aber Baby-Zombies rein. Sollte ich also wieder zumachen. Ich hab so das Gefühl... Da! Gut, ich musste gerade suchen, wo hier... Ich will den Stock, genau. So, was habe ich gerade in der Hand? Die Suppe. So, jetzt sehe ich endlich wieder was. Mann, Mann, Mann! Ist ja schlimm hier mit dem Shader. Sorry, dass ihr die ganze Zeit jetzt im Dunkeln warten musstet. Wir machen das gleich, nee, ich will, doch, müssen wir. So, ich muss langsam echt mein Inventar aufräumen. Was brauche ich davon und was nicht? Gut, die Kohle ist fertig. Ist irgendwas hier fast kaputt? Die Spitzhacke haben wir schon rausgehauen. Ich werde jetzt mal mein Inventar sortieren. Wir schauen mal. Das gibt Farbe. Das sind Beeren, die kann man essen. Das gibt Farbe. Schwarz. Schwarz von der Pflanze. Der Kaktus scheint irgendwas Sinnvolles zu sein. Das ist wieder eine Farbe. Das ist wieder eine Farbe. Pilz wollen wir nicht behalten, den normalen. Die speziellen Pilze wollen wir behalten. Das gibt wieder Farbe. Berrybush Food. Cool, da kann ich anpflanzen. Das hat natürlich auch Vorteile. Farbe. Bromeliat. Ist das Brombeere oder was? Will ich erstmal behalten. Farbe. Was ist das? Was anderes? Also behalten wir es erstmal. Farbe. Farbe.
Farbe und das ist irgendein komischer Glowstuhl, der auch Farbe gibt, aber wir behalten den erstmal, weil das was Spezielles ist. So, ist erstmal alles aufgeräumt. Wir essen uns satt. Da unten dreht sich ein Blumenstrauß. Müsste ich mal jemanden herbringen und dem sozusagen den Blumenstrauß schenken. So, und dann will ich das jetzt erstmal hierbei belassen und werde diese erste Folge beenden. Also, ich hoffe, beim nächsten Mal kann ich mich ordentlich ausrüsten und ein bisschen in der Höhle unterwegs sein. Ich brauche mehr Holz vorher, ein bisschen Kohle und das wird unsere Aufgabe in der nächsten Folge sein. Bis dahin, tschüss!